weiß nicht, ob ich ihn kennen müsste, weil mein Sohn beim Film ist. Aber der dreht ganz andere Filme. Die Idee zur Story hatte ich beim Campen in Irland. Der Gedanke war, jemand oben auf den Klippen, ohne Kontrolle über sich selbst. Storyboard ist doch sowas wie eine Pinnwand oder sowas? Mhm. Ja. Beim Storyboard legt man mit Hilfe von kleinen Bildchen Kameraeinstellungen fest. Nach dem Storyboard haben wir eine grobe animierte Version erstellt, die man auch Animatic nennt. Damit konnten wir die Länge jeder einzelnen Einstellung testen. Das Animatic ist der komplette Film, nur visuell und akustisch stark vereinfacht. Um also möglichst viel Fotomaterial zur Verfügung zu haben, bin ich mit einem Interrail-Ticket von Münster über Rotterdam nach Brüssel gefahren. Danach über Zürich und Wien nach Budapest, Prag und Paris. In Budapest und Prag konnte ich die wohl für unsere Zwecke interessantesten Fotos schießen. Insgesamt entstand so ein Archiv aus über 3000 Fotos von Musik. Ja klar. Mhm. Vom Winde verweht, denke ich jetzt im Moment. Ja. Ja, da denkt man ewig dran. Für den Film habe ich zwei Themen komponiert, für die ich vorher verschiedene Versionen gemacht habe. Hier zum Beispiel eine frühe Version für den Erfinder. Und hier eine frühe Version für das Stadtintro. Aufgenommen habe ich dann einige Sachen hier und einige Sachen wie zum Beispiel Akkordeon, Gitarre und Trommeln zusammen mit Christian in Bottrop. Ich bin Anja Driemecker und zusammen mit Florian Bodenschatz haben wir die Soundeffekte für Halbtraum erstellt. Das heißt, alle Geräusche, die im Film zu hören sind, gemacht. Dabei haben wir sehr viele Sounds live aufgenommen, wie zum Beispiel Schritte, Sachengeräusche, die zu hören sind oder der Fisch, der auf der Bootszene zu hören ist, das ist zum Beispiel mit einem nassen Handschuh entstanden, den man dann in Wasser eingetaucht hat und dann so gewrungen hat. Auf der anderen Seite sind sehr viele Sounds live im Rechner entstanden, das heißt, da haben wir Sample Libraries benutzt und sehr umfangreiche. Und dort rumgebastelt mit Sounds, sehr große Projekte gehabt zum Beispiel. Ganz viele Layer von Sounds, also ein gummiartiger Sound, ein metallartiger Sound, ein Dampfen, ein Schieben, ein Geräusch klackern, das metallartig klingt, Ketten, die irgendwie rasseln und alles das zusammen ergibt dann die runterfahrende Kapsel. Beide Hauptcharaktere benötigten wir professionelle Sprecher. Für den Erfinder konnten wir Kai Taschner begeistern, der zum Beispiel Kiff aus Futurama seine Stimme lieh. Als Stimme für den Schlafwandler hatten wir direkt Oliver Rohrbeck im Kopf, der wohl einigen bekannt ist als Stimme von Justus Jonas oder als deutsche Synchronstimme von Ben Stiller. Überraschenderweise sagte er zu und lud uns in sein Studio ein. So fuhr ich schon eine Woche später nach Berlin, um zusammen mit ihm die Aufnahmen durchzuführen. Die Frage, wer hat das passende Aussehen für einen Schlafwandler? Wir kommen. Der Schlafwandler sollte als Hauptcharakter nett und freundlich rüberkommen. Wichtig war es uns, dass sich die beiden Hauptcharaktere äußerlich unterscheiden. Also haben wir auf den Schnurrbart verzichtet, der in vielen frühen Skizzen zu sehen war. Ist schön. Der Charakter des Professors hat sich im Laufe des Projekts von eher streng zu naiv und verschroben gewandelt. Beim Modellieren der Charaktere musste ich besonders auf eine sehr niedrige Objektauflösung achten, da durch Gesichtsposen und das Skinning besonders viel Rechenleistung vom Rechner verlangt wird. Beim Animieren ist flüssiges Arbeiten sehr wichtig, da man sonst zu viel Zeit durch Vorschau-Renderings verlieren würde. So konnten wir die erstellten Animationen im 3D-Programm in Echtzeit betrachten und so schnell Korrekturen vornehmen. Für jeden Charakter im Film haben wir verschiedene Versionen erstellt, sodass wir später aus einem ganzen Pool von Charaktern die für uns passenden Versionen raussuchen konnten. It's been heard and it's been said that
things that bother you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha, living. Beim Modellieren musste ich darauf Acht geben, dass die Modelle mit so wenig Flächen wie möglich auskommen, da einige Szenen schon recht komplex geplant wurden und durch zu hohe Objektauflösungen die Rechner an Geschwindigkeit verlieren und flüssiges Arbeiten dadurch unmöglich wird. Prozedurales Mapping heißt im Prinzip, dass man Farbe oder Struktur eines Objekts nochmal über verschiedene mathematische Algorithmen steuert. Wenn man dann mehrere dieser Algorithmen ineinander schachtelt, wird das Ganze noch komplexer. Der Vorteil gegenüber normalen Bildern, die man auf das Objekt mappt, ist halt, dass man viel leichter animieren oder Unwrapping. Alle Charaktere und diverse andere Modelle mussten geunwrapped werden. Diese Technik ist nichts anderes als das Auseinanderfalten eines dreidimensionalen Objekts. Auf diese auseinandergefaltete Version kann man dann zweidimensionale Bilder einarbeiten. Diese werden dann vom Programm wieder zusammengefaltet und befinden sich dann auf der Oberfläche des 3D-Objekts. Für das Erstellen von 3D-Materialien stehen mehrere Kanäle zur Verfügung. Zum Beispiel für Glanz, Lichtstreuung, Reflexion, Refraktion, Oberflächenstruktur, Leuchten und viele andere. Diese habe ich in Adobe Photoshop erstellt. Für die Hintergründe habe ich sogenannte Matte-Paintings gemalt bzw. kollagiert. Dabei handelt es sich um flache Bilder, die für den Hintergrund wie zum Beispiel Himmel, Wolken und so weiter verwendet werden können. Bei der Animation habe ich nach verschiedenen Prinzipien gearbeitet. Zum Beispiel wirken normal geradlinige Bewegungen immer sehr technisch. Deswegen ist es wichtig, dass jede Bewegung zum Anfang beschleunigt, dann aber auch wieder abbremst. Dann gibt es da die sogenannten Zweitbewegungen, das heißt zum Beispiel das Nachwippen von Gliedmaßen und das Überblenden von verschiedenen Aktionen. Damit Tobias nicht die Kontrolle über die 55 Face-More-States verliert, das sind die verschiedenen Gesichtszüge der Charaktere, habe ich ein Steuerungssystem aufgebaut. Mit dem konnte er dann bis zu 4 Morph States mit nur einem Regler ansteuern. Zusätzlich zu den Morph State Steuerungen habe ich noch einen beweglichen Unterkieferknochen und eine Steuerung für die Augen und Pupillen eingebaut. Im Film haben wir viele verschiedene Effekte, die über Partikelsysteme gelöst sind, wie zum Beispiel den Regen oder die Schmetterlinge. Bei allen Effekten orientierten wir uns an der Realität, um sie so glaubwürdig wie möglich wirken zu lassen. Regging? Ja, Tanz, ne? Um unsere Charaktere animieren zu können, stattete ich diese mit einem angepassten Knochensystem aus. Jeder Knochen ist mit dem Anliegenden verbunden und mit inverser Kinematikketten versehen. Dann wurde jeder Charakter geskinnt. Dabei wird festgelegt, welcher Bereich des Körpers wie stark von dem jeweiligen Knochen verformt werden darf. Weil die Zeit zum Rendern sehr knapp bemessen war, mussten wir uns noch 3 Quad-Core-Rechner zusammenbauen. Trotzdem mussten wir an allen Ecken und Kanten Zeit einsparen. Das 3D-Programm gibt verschiedene Kanäle aus. So hatte ich zum Beispiel für die Nachbearbeitung einzelne Bilder für die Beleuchtung, für die Schatten, für die Tiefe, die Farben und so weiter zur Verfügung. Diese konnte ich dann anschließend in Adobe After Effects zusammen kombinieren.